Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach dem Kanzler und seinem Justizjurfix heute und dem Grünen, der nicht mehr Politiker sein will, jetzt das Rededuell oder die Redeschlacht am Montag. Hier ist unser linker Blogger Miesig, hier ist unser rechtes Mastermind Mölzer. M&M sage ich immer, Miesig gegen Mölzer, Mölzer gegen Miesig. Es geht um die Justiz, meine Herren. Der Kanzler war gerade bei uns und hat gesagt, alles ist in Butter ab sofort. Es gibt mehr Geld und damit schnellere Verfahren und wir sind alle happy. Naja, der Kanzler versucht jetzt natürlich auch ein bisschen aus der Nummer wieder rauszukommen, nachdem er jetzt eigentlich zwei Wochen lang oder wie lang das jetzt her ist, die Justiz angezündet hat, aus ziemlich naheliegenden Gründen. Es gibt Verfahren gegen Parteifreunde, den ehemaligen Finanzminister Löger und gleichzeitig die Aufsichtsräte der Casino Rothensteiner und Bröll, die wahrscheinlich auch ein bisschen, sagen wir so, unschuldig zur Indizierung gekommen sind. Sie werden jedenfalls nicht die treibenden Kräfte dessen gewesen sein, was die Justiz jetzt amtsmissbraucht. Wer war die treibende Kraft? Naja, in Wirklichkeit wissen wir natürlich, dass solche Personaldeals, die den Herrn Siedlow ins Amt bringen, von der Koalitionsführung ausgemacht werden. Wer auch immer das jetzt verhandelt hat, Kurz mit Strache oder Blümel mit dem Gegenüber, dass der Finanzminister dann gewissermaßen das ausführende Organ ist und der Aufsichtsrat das auch noch schlucken muss, und wie wir wissen, der Aufsichtsrat wollte das ja nicht schlucken, ist natürlich eine heikle Geschichte. Und die drei werden sich versuchen, den schwarzen Peter zuzuschieben. Was heißt, irgendein Schwarzer wird es am Ende haben, und das ist der Kurz natürlich der sagt, vorauseilende Gegenangriff, wir greifen gleich die Justiz an. Aber das ist sehr durchsichtig. Das ist nicht so, dass das Schwarz und Blau oder Türkis und Blau ausmacht, sondern das war das, was Rot und Schwarz Jahrzehnte gemacht haben. Und Bröll und Rothenstein waren eben die schwarze Partie. Ja. Und dann hat man geglaubt, natürlich bei der neuen Regierung, die damals eben türkis-blau war, jetzt machen wir so weiter, wie es üblich war. Ne? Und genau das haben sie gemacht, vielleicht ein bisschen botschatter wie vorher, das kann schon, traue ich der blauen Seite durchaus zu. Sie ist im Mauscheln und Netzwerken nicht ganz so geschickt wie Rot und Schwarz, nicht so routiniert, die haben das über Jahrzehnte gemacht. Sie haben den roten, ne? ahnungslosen Hoschek durch einen blauen, ahnungslosen Siedlow ersetzt, auch könnte das, man sagen. Naja, ich weiß nicht, ob der Herr Siedlow wirklich so ahnungslos war. Naja, schon oder? Nach allem, was man hört, so weit es geht, oder? Also da kann jede Buchhalterin dort hinsetzen. Ja, das ist so. Vielleicht auch wirklich so bei der Casinopartie, dass das ein lernbarer Job ist. Auf jeden Fall, Tatsache ist die, es hat türkis-blau das gemacht, was schwarz-rot Jahrzehnte gemacht hat. Und jetzt auf einmal ist das Ganze kriminalisiert, ein Verbrechen und. Und ich verwette etliches, dass es dann, wenn wieder schön türkis-grün, türkis-rot dran ist, dass es dann wieder kein Verbrechen ist. Also ich muss die Tatsachen des Herrn Mölzer zweierlei korrigieren. Ja. Das eine ist, wir alle wissen, dass natürlich immer schon irgendwelche Parteimauscheleien in solchen Fällen gelaufen sind, aber dass die handelnden Parteien sie wenigstens versucht haben, ans Gesetz zu halten. Und das war halt beim Herrn Siedlow nicht der Fall, weil er eben, das hat mit technischen und juristischen Dingen in der Glücksspielbranche zu tun, nicht die Anforderungen erfüllt hat. Das heißt, es musste ihm erst der Finanzminister die Anforderung quasi schenken in einem Rechtsakt. Und das ist halt sozusagen das, worauf sich der Vorwurf des Amtsmissbrauchs stützt. Da kann man jetzt nicht hergehen. Und das war vorher nie der Fall? Das war vorher nie der Beim Fall. Herrn Hoscher, der Herr Hoscher, war der routinierte Kartenspieler. Ich will den Herrn Hoscher überhaupt nicht verteidigen. Ich finde das schmutzig. Der war Jahrzehnte schon in dieser Branche. Der war im Parlament, bitte. Ja, aber er hat angefangen. Es geht sozusagen um die Rechtsordnung. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, und das wissen wir natürlich auch, diese Verfahren wären natürlich hätte die ÖVP dieses Verfahren normalerweise schon im Vorhinein erschlagen. Ja? Das ist ja der Begriff, der gebraucht wird im Justizministerium, wie wir neuerdings wissen, da schlagt es das. Ja? Nur das ging halt in dem Fall nicht, weil wir eine Übergangsregierung hatten mit unabhängigen Ministern, die Staatsanwaltschaft arbeiten haben lassen. Das ist doch eigentlich super. Ja? Es ist doch das, was wir als
Bürger, die für Transparenz und einen Rechtsstaat eintreten, immer gefordert haben, dass die Justiz ordentlich arbeiten darf, ohne dass ihr die Justizminister gleich in den Arm fallen. Und jetzt kommt der Kurz daher und sagt, das muss wieder so sein wie früher, weil wir wollen unsere Verfahren, unsere Leute nicht fertig machen lassen. Und meint, die Staatsanwaltschaft hat hier überschossen im weitesten Sinne. Wer bin ich, dass ich mich mit dem Herrn Bundeskanzler vergleiche? Bei uns sind alle gleich und an dem Stuhl ist ja gerade der Kurz vorher gesessen. Angenehm vorgewärmt. Zumindest dasselbe Sessel. Auf jeden Fall. Nein, aber auch der Mölzer ist der Meinung, die Staatsanwaltschaft hat hier übers Ziel geschossen und hätte das nicht tun sollen, richtig? Ich bin schon der Meinung, dass das, was der Bundeskanzler ausgedrückt hat, dass es nämlich in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Schlagseite gibt, dass das Realität ist. Welche Schauen Schlagseite? Sie, eine linke. Schauen Sie, eine linke Schlagseite? Herr Fellner, es ist ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Bürger wie jeder andere, der darf eine politische Meinung haben, der darf auch einer Partei angehören, warum nicht? Ne? Aber es ist natürlich eine Tatsache, und da hat Kurz absolut recht, dass die Justiz, die einmal vor Jahrzehnten eine eher konservative Domäne war, Richter, Staatsanwälte und, dass die natürlich wie das gesamtgesellschaftliche Gefüge nach links gerückt ist und dass natürlich der Marsch durch die Institutionen, die 68er, die älteren Freunde von Herrn Misik gepredigt haben, dass das natürlich durchgeführt wurde. Ich will nicht sagen, dass die SPÖ das strategisch geplant hat. Der Herr Misik hat mir überzeugt, dass die viel zu unfähig sind, um was strategisch zu planen. Das ist ja der Vorwurf gegen den Herrn Jarolim, dass die SPÖ das strategisch geplant hätte. Das glaube ich an sich nicht, weil der Hayek sagt, alles was der Mensch plant, schlägt zwangsläufig auch fehl. Und das, glaube ich, trifft auf die SPÖ besonders zu. Aber es ist der Fall. Es hat stattgefunden. Und zwar als ein Prozess, als ein gesellschaftlicher Prozess, wo einfach linke Leute, sagen wir das jetzt einmal so pauschal, auch in die Justiz gegangen sind, ob ermuntert durch die SPÖ oder nicht. Das ist doch wurscht. Aber es ist eine Tatsache, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am linken Auge eher schwachsichtig ist, nicht schwachsinnig, schwachsichtig, und am rechten Auge sehr scharfsichtig. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Schauen Sie, erstens mal, in einem haben Sie sicher recht, ja, vor 50 Jahren oder 60 Jahren sind in der Justiz nur die harten Reaktionäre der ÖVP und die alten Nazis, gesessen. Ja. Das die alten Nazis das haben 45 hat sie, naja, die schnell angepasst haben. Ja. Und seither, in den letzten 50 Jahren, haben wir Gott sei Dank einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der ausdrückt, dass das vielleicht ein bisschen durchmischter ist. Ich glaube immer noch nicht, dass gerade die Richterschaft und die Staatsanwaltschaft, also der harte Kern der Justiz, sozusagen zu 100% widerspiegelt die Verteilung. Also das ist schon einmal bürgerlicher und konservativer als der Gesamtteil der Bevölkerung. Mit Sicherheit ist es nicht links. Und auch ihre dauernden Tatsachenbehauptungen, die keine Tatsachen sind. Ja? Die gleiche Korruption, Sie haben gesagt, sozusagen eines ist Tatsache. Sie sagen dann, was ist Tatsache, aber es ist keine Tatsache. Nämlich, dass sie auf einem Auge, linken Auge blind ist. Nehmen wir nur das Beispiel des Salzburger Bürgermeisters Heinz Schaden, der wurde wegen einer mickrigen Geschichte, also da sagt nicht mal irgendwer, dass er sich vorsätzlich bereichert hat oder sonst irgendwas, sondern er hat einen Fehler gemacht im Amt, wurde der für was 2 Jahre unbedingt von dieser Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das heißt, es wird in beide Richtungen relativ hart agiert. Das ist ein bisschen wie der Wilde Westen. Wir zücken den Colt und tschack, los geht's, oder? Herr Fehler, Sie haben völlig recht. Allein die Geschichte vor ein paar Monaten, wie der Herr Bilnacek, der damals ja Generalsekretär war, glaube ich, vom Justizminister Moser, und die Chefin der Korruptionsstaatsanwaltschaft sich gegenseitig bei Dienstbesprechungen abhören, aufnehmen und dann gegenseitig anzeigen. Also da habe ich gedacht, das war für mich Ärger wie die Hausdurchsuchung im BVD. Das ist ja wie Lucky Luke irgendwie, habe ich den Eindruck. Der Sheriff reitet durch den Wilden Westen. Die sehr sympathische Leiterin in der Korruptionsstaatsanwaltschaft ist meines Wissens schon sehr SPÖ-affin, ne, was ich höre. Ne. Da dürfte ich mich, glaube ich, nicht irren. Ne. Und da ist schon, hat der Bundeskanzler nicht ganz Unrecht, ne, wenn er sagt, hoppla. Ne. Also ich glaube, wir müssen das, glaube ich, schon auch auseinanderhalten. Ich glaube nicht. Ich habe keinen Hinweis darauf, dass die in irgendeiner Richtung weniger scharf als in die andere sind. Nur, wenn wir jetzt diese Beispiele nehmen. Ja, naja, Schaden, die Beschlagnahme des Handys vom Stache war schon stark. Entschuldigung, aber die Indizien, dass man sagt, es gibt einen ausreichenden Anfangsverdacht, hat er mal selber geliefert. Aber Entschuldigung, ich bin jetzt, will jetzt nicht den Stache verteidigen. Wenn das stimmt, was der Mölzer insinuiert, dass das jetzt über Jahrzehnte so geht, ja, dann eine Hausdurchsuchung zu machen, das mag ja noch okay sein, aber den sein gesamtes Handy mit dem gesamten SMS
WhatsApp- und Mailverkehr der letzten Jahre zu beschließen, finde ich persönlich da, stark genug. Ich widerspreche dir, weil sozusagen Strache hat sicher genug Dreck am Stecken und hat es ja noch in einer Fernsehkamera. Okay. Wir können über andere Beispiele reden. Wir haben wegen der Casino-Affäre den sein Handy kassiert. Lass mich ausreden. Das ist ja, glaube ich, der eher naheliegendere Punkt. Ja, Beispiele wie der Schaden haben die wahrscheinlich zu weit übergeschossen. Da gebe ich Ihnen recht. Und ich würde sogar auch in die Richtung gehen, Rothensteiner und Bröll. Ja, ja, was ist mit dem Chor her? Was mit Deuner und mit diesen Geschichten? Jetzt darf ich da nicht dauernd unterbrechen und mit einem anderen Beispiel bringen. Rothensteiner und Bröll, Aufsichtsratspräsidenten der Casinos, die sicher nicht als treibende Kraft hinter der Installierung eines nicht geeigneten Vorstandes gestanden sind, sondern eher heute halt das machen Mittlerweile Kriminelle. Sind in die Ziehung gekommen, haben eine Hausdurchsuchung und haben jetzt seit einem halben Jahr eine Voruntersuchung als Beschuldigte, wo wir mehr oder weniger davon ausgehen können, am Ende wird das eingestellt. Da kannst du aber nichts kaufen, weil das Ding fünf Jahre lang dauert. Das ist das Problem. Ja, dann sollen wir das halt schneller machen. Sozusagen dann sollen wir das halt schneller machen. Als praktisch Krimineller, oder? Ja, und das ist ja das Problem. Total, ja. Und deshalb die Frage an den Mölzer. Ist die Justiz per se in Österreich marot oder schon tot, wie der Herr Jablona gerade behauptet hat, stirbt sie an stillen Tod? Das heißt, ist die Justiz Anführungszeichen hin oder hat da der Herr Jablona übertrieben und war dieser heutige runde Tisch eher schon veranstaltet? Schauen Sie, der Jablona spricht natürlich im Interesse der Kollegenschaft, die brauchen mehr Geld, das ist ja legitim, da gibt es offenbar zu wenig Finanzmittel, zu wenig Planstellen und, und. Das ist klar, und da sicher eine wahnsinnige Überlastung der entsprechenden Staatsanwaltschaften, wenn ich mir überlege, was heute im Zeitalter der Social Medias, was da für eine Masse an Material zu durchforsten, zu erheben ist, das ist, verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man ansagen, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Die Justiz in Österreich, der österreichische Rechtsstaat, ist nicht gefährdet. Der funktioniert besser als in 99%. Nein, überhaupt nicht. Das würde ich nicht sagen. Er funktioniert besser als in 99% der übrigen Staaten auf diesem Planeten. Ne? Aber es gibt natürlich Entwicklungen, die besorgniserregend sind. Es hat der Bundeskanzler recht, wenn er sagt, da wird offenbar einäugig ermittelt. Ne? Es hat natürlich auch die Justiz recht, wenn sie sagt, ja hoppla, ihr lasst uns im Regen stehen, wir haben keine Stellen, wir haben kein Geld und, und. Das ist alles richtig. Und da muss ich, um jetzt die Polemik wieder auf die Seiten zu drücken, ne? Da muss man einfach schauen, man muss denen die Mittel geben. Ich hoffe, die Frau Zadic als Justizministerin macht das. Ne? Sicher bin ich mir nicht. Ne? Aber so sehr ich also der Meinung des Miesig bin, dass ich nicht glaube, dass das jetzt da politisch einäugig ist oder was, aber unbestritten ist ja wohl, dass das Verfahren Grasser zum Beispiel, 10 Jahre Ermittlung, 3 Jahre Prozess, ein Jahr geht es noch mindestens, dann kommt noch mit 2 bis 3 Jahren Berufung dazu. Also ob ich noch erlebe, weiß ich nicht. Das liegt aber weniger an der Anklagebehörde und an den Richtern als vielmehr am Anwalt Grassers. Ne? Ja, das will ich auch sagen. Das liegt an neuen Möglichkeiten, aber das liegt natürlich am Justizsystem. Wenn ein Anwalt das verzögern kann, die Gegenanwälte das verzögern, dann gibt es, weiß ich, wie viele Zeugen das verzögern. Ein Teil ist verstorben mittlerweile. Einerseits sagen wir, es ist super, dass es einen Rechtsstaat gibt, aber dann muss man auch ertragen, dass es der Rechtsstaat die Möglichkeit gibt, für jeden Anwalt eines Beschuldigten, Eingaben zu machen, Anklagen zu verzögern und so weiter und so fort. Ein 10-jähriges Verfahren möchte ich nicht ertragen. Ja, aber das finde ich zynisch von dir. Wieso? Das ist ja nicht zynisch. Das wäre ja längst vorbei, wenn die Grasser seine Anwälte nicht jahrzehntelang versucht hätten, das alles zu stoppen, zu verzögern und so weiter und so fort. Aber du musst mal den Strafprozess heute mal anpassen. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Je erfolgreicher, wichtiger, reicher ein Angeklagter ist, umso mehr Ressourcen. So reicher werden die Anwälte. Das ist zynisch, wenn der 3 Millionen Euro Prozesskosten zahlen kann und die nie wieder zurückkommt. Ich verstehe es ja eh nicht. Also warum heute hast du einen zynischen Tag. Ich wäre an Grasser Stelle hätte ich eine andere Strategie verfolgt, nämlich schauen, dass ich innerhalb von 3 Jahren dieses Verfahren zu Ende kriege, um ein neues Leben beginnen zu können. Was hat denn der davon, dass er dieses Verfahren 15 Jahre am Kochen hält? Aber trotzdem, Freunde, das kann doch nicht sein. Vielleicht ist er wirklich unschuldig. Verfahren 10 Jahre dauert, oder ich sage Eurofighter, über 12 Jahre wird er bereits ermittelt, nichts kommt raus bei der komischen Grenreiber-Staatsanwaltschaft und die Amerikaner regeln das in 2 Jahren und haben die so weit, dass die zugeben, dass sie betrogen haben. Entschuldigen Sie, da ist ja wohl unsere Justiz ziemlich kaputt. Und der Herr Blinacek, der sich hinstellt und sagt, da schlagt es das und dann wird es da nicht der Schlag, aber es wird halt verzögert. Der ist plötzlich ein Roter. Das ist überhaupt kein Roter. Und ich glaube, die einzige Lösung, und da
sind wir an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich wieder einen Konsens haben. Die einzige Lösung ist, dass man es dort beschleunigt, wo es beschleunigbar ist durch mehr Mittel. Ja? Dass die meisten Richter, Staatsanwälte, Landesgerichte total überlastet sind. Ja? Das ist ja vollkommen klar, dass sie sozusagen Verfahren vor sich hinschieben und zu wenig Stellen haben. Ja, ja. Und wenn man das mal löst, dann wird einiges schneller gehen. Aber dass ein Riesenverfahren... Aber die Frage, meine lieben beiden Herren, ist ja, hat diese Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft schon irgendwas zusammengebracht? BVD, ein Chaos. Eurofighter, ein Flop. Grasser, eine never-ending Story, die uns noch die nächsten 4 Jahre beschäftigt. Aber sie hat konsequent fast alle freiheitlichen Politiker aus der Ära Haider ruiniert. Na, gebitte, naja, das ist auch wieder übertrieben. Oh, also vielleicht. Den Grasser vielleicht, aber wen sonst noch? Naja, die Scheiks und, da gibt es schon genug Leute. Und den Westenthaler meinetwegen. Also ja, eigenartiger Prozess, bitte, für das ist um die Bundesliga gegangen. Man kann sich das natürlich in jedem dieser einzelnen Prozesse anschauen und jeder von uns wird, wie wir Bürger so sind, zu jedem der Verfahren eine eigene Meinung haben und in dem Fall finden, das ist gerecht und in dem Fall ist es ein bisschen nicht gerecht. Ist das eine Erfolgsgeschichte, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder ein Flop? Erstens mal ist schon allein nicht deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil die... Aber ein bisschen führen Sie die auch für das Inquisitionstribunal. Ne? Herr Melzer, es ist alleine deswegen, und ich glaube, darauf können wir uns sogar einigen, deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil jeder potenzielle Korruptionist in diesem Land weiß, es ist gefährlich. Und ich lasse von ein paar Sachen besser die Finger. Heute und hast wenn du aber das, den zynischen Tag. Wenn also wenn ich ein Gericht dafür habe, dass sind die Leute voll fürchten und das ist alles. Was ist denn da zynisch? Entschuldige. Ein Urteil war nicht schlecht. Entschuldige. Ehrlich gesagt, Generalprävention. Ich kenne ja die einen oder anderen Politiker und Politikerinnen. Wenn die Haltung bei Politikern und Politikern ist, wenn ich nicht will, dass eine schmutzige Geschichte rauskommt, dann ist das Beste, dass ich die schmutzige Geschichte gar nicht mache. Ja? Ja gut, dann das ist ja klar. Das ist nicht so klar, wie du glaubst. Ja? Aber mittlerweile ist es bei den meisten klar. Und das ist ein Fortschritt, nicht nur der Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern auch unserer Transparenzkultur. Das heißt, jedes Papierl kommt irgendwann mal aus. Das ist der Krampus, vor den sie jetzt alle fürchten. Und dieser Land ist ein Erfolg, auch wenn der Krampus die Route noch nie gezogen hat. Und auch wenn dieser Krampus manchmal Unschuldige zu lange quält, nennen wir jetzt mal so. Und Leute, eine rote Zunge. Rotensteiner und Bröll. Ja, das finde ich schon. Letzte Frage in dieser Runde. Wird die Alma Zadic, der der Mölze an und für sich kritisch gegenübersteht, naturgemäß, traut man der zu, dass sie diese Justiz in Schwung bringt? Na, das ist wohl eine Frage, die die gesamte Regierung betrifft, weil es die Alma Zadic allein wird gar nichts machen, sondern da kommt schon auf den Bundeskanzler und auf die Regierungskoalition. Das ist ja hinter Sie gestellt. Naja, da bin ich gespannt. Ne? Das ist auch die Frage, wie weit sie eben Korruptionsskandale, die aus anderen Bereichen, wie aus den Freiheitlichen oder Schwarzen kommen, sondern beispielsweise von den Grünen, ich sage nochmal Theuner oder eben Chorherr, bin ich gespannt, wie das behandelt wird. Wenn es da eine Äquidistanz gibt, eine Gleichbehandlung, dann hoffe ich sehr, dass das gelingt. Nein, das habe ich ja nicht gemeint, sondern traue mir zu, dass sie die Verfahren beschleunigt, traue mir zu, dass sie die Justiz modernisiert. Das ist ja eine Frage der Strafprozessordnung, ne? Wie weit man also Maximalzeiten einführt und, dass das also erledigt wird. Das ist sicher eine Frage der... Traue mir das zu? Naja, Sie selber, bitte schön. Das macht die Regierung, das machen die Beamten, Robert? Das Parlament. Naja, ihr traue ich alles zu. Der Punkt ist aber, da hat der Herr Mölzer natürlich recht, die Kohle, die du dafür brauchst, und das sind sicher viele, tendenziell so hunderte Millionen, musst du natürlich erstmal beim Koalitionspartner rausverhandeln, du musst den budgetieren, da ist der Ansprechpartner der Finanzminister und wie soll ich sagen, die Alma Zadic hat jetzt nicht eine Knarre mit, die sie dem Finanzminister aber du glaubst, sie kann das? Sie wäre die richtige für den Job? Sie wird ein paar Millimeter und ein paar Zentimeter oder vielleicht ein Meter in die Richtung schaffen. Sie ist die richtige für den Job? Sie ist die richtige für den Job, schon alleine deswegen, weil sie nicht einer Partei angehört und auch nicht aus einer Netz kommt, das sozusagen schon in hunderte Netzwerke verbandelt ist und die Notwendigkeit hat, ein paar Freundeln zu schützen. Wunderbar, mit Robert Miesig zu sagen, wir sind mit Alma Zadic gesegnet, die Deutschen sind mit Annegret Kramp-Karrenbauer gestraft, könnte man sagen, denn die hat heute der CDU echt die ganzen Brocken und das ganze Geschirr vor die Füße gehabt und darüber diskutieren wir gleich. Totales Politchaos in Deutschland, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Unaussprechliche, die eigentlich unaussprechliche Kanzlerin wäre nicht sollen, die mag nicht mehr. Die sagt, habt's mir gern, das war's, ciao mit au. Darüber diskutieren wir gleich bei Fellner Live. Wir sind gleich wieder da. Fellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt.
Fellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. So, das war schon mal ziemlich emotional, diese erste Runde zur österreichischen Justiz bei M&M. Robert Miesig gegen Andreas Mölzer, die zwei Streithanseln am Montag, könnte man sagen, aber da ist weniger Handel, sondern mehr intellektueller Streit angesagt. Und deshalb gehen wir jetzt ins Ausland. Deutschland heute sturmtief, meteorologisch, aber auch sturmtief politisch, würde ich sagen. Denn das hat es schon lange nicht gegeben, dass eine präsumtive neue Kanzlerin und vor allem eine CDU-Parteivorsitzende nach einem Wochenende, wo sie offenbar schlecht geschlafen hat, in der Früh einfach in den Parteivorstand reingeht und sagt, leckt's mich? Darf man das so in etwa sagen? Wahrscheinlich war es und so, sagt, ja. Habt's mich gern, ciao. Das war's, ich bin weg, Kanzlerkandidatin bin ich nicht mehr und den CDU-Vorsitz gebe ich euch in den nächsten Tagen zurück. Robert, der Wahnsinn, oder? Totaler Wahnsinn. Also ich glaube auch, dass es natürlich erklärbare Gründe gibt. Also sie war jetzt natürlich total geschwächt und hatte das Gefühl, ihre eigenen Parteileute ziehen in alle Richtungen und sägen nur mehr an ihren Beinen und dann ja den Rücken nicht stärken und sie ist so beschädigt, dass daraus nichts mehr werden kann. Also das verstehe ich schon. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, die Situation in Deutschland ist jetzt schon sehr chaotisch und das ist das wichtigste europäische Land. Da ist es auch etwas, wo man sagen muss, hoppala, ja, also ein bisschen Stabilität in einem Stabilitätsanker Europas wäre nicht schlecht und wenn diese Stabilität dermaßen verloren geht, dann ist das etwas, wo man einen Schritt zurückgehen muss und sich überlegen muss, ja, das ist schon ein bisschen gefährlich. Darüber werden wir dann gleich am Schluss noch diskutieren, welche Auswirkungen hat das für Österreich. Man sagt ja immer, die sind unsere Lokomotive, aber so eine Lokomotive muss ich sagen, Dankeschön, das braucht man wirklich nicht. Der Streit ist ja einer, den der Andreas Mölzer ja überhaupt nicht verstehen will und wo er schwer ins Soft geht, denn die ganze Krise in der CDU hat ja damit begonnen, mit dieser berühmten Wahl der Schande in Thüringen. Ein FDP-Kandidat, der gerade einmal 5% der Stimmen hat, hat sie als Ministerpräsident nominieren lassen. Dem hat dann die CDU zugestimmt, wissend, dass auch die AfD zustimmen wird. Dann Riesenaufregung, weil mit den AfD-Stimmen ist er tatsächlich Ministerpräsident geworden. Und dann hat die Annegret Kramp-Karrenbauer Beton bekommen von allen Seiten dafür, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeitet. Da würde ja der Wölzer sagen, ganz normaler demokratischer Vorgang, oder? Naja, sollte es theoretisch sein. Echt? Aber schauen Sie, die SED, in der Bundesrepublik Deutschland hat das etablierte politische System, die alten großen Volksparteien, SPD, CDU, CSU, eine Krise offenbart, die also die SPD zuerst betroffen hat, die ja in den Umfragen ganz unten ist und nunmehr auch die CDU erfasst, wobei die Mutti Merkel existiert oder agiert schon im luftleeren Raum im Kanzleramt und der ist das offenbar schon wurscht, ne, weil sie dann die Sache sein lässt. Und die Krise dieser beiden Parteien ist natürlich zwangsläufig mit einer Stärkung der Ränder verbunden. Ne? Jetzt gibt es eben die Linkspartei, bekanntlich die ehemalige BDS, beziehungsweise klare SED, Mehrheit in Thüringen, SED-Nachfolgepartei. Ja. Ne, SED-Nachfolgepartei. Partei das ist immerhin die kommunistische Partei der DDR gewesen, die Sozialistische Einheitspartei, die also da Mauermord und totalitäres System zu verantworten hatte. Die SED schon, oder? Einig, oder? Und dann gibt es am rechten Rand eben, wenn man so will, diese AfD, die in den westlichen Bundesländern nicht so stark ist, aber in den neuen Bundesländern, sprich in Mitteldeutschland, den ehemaligen Mitteldeutschland, sehr stark auch ist. Ne? Und wo der Mölzer jetzt sagt, eine ganz normale demokratische Partei, oder? Das will ich nicht sagen. Wissen Sie, wenn ich objektiv bin, sehe ich natürlich, dass das eine junge politische Bewegung ist in einem Gärungsprozess, hat, glaube ich, der Gauland selber gesagt, dass das ein gäriger Haufen ist. Ja? Naja, wo es auch genug bedenkliche Elemente gibt, Nazis, die gar nicht... Kennt man ja so. Ja, das ist, mein Gott, ich kenne Ihre, wie soll man sagen, relativ harte Ausdrucksweise. Ja. Das kann man sagen. Könnte auch Faschisten sagen. Naja, Nazis ist ein strafrechtlicher Vorwurf, das muss man schon aufpassen. Ne? Wenn Faschisten, man das sagt, glaube ich. Faschisten, man kann angeblich zum Herrn Höcke Faschist sagen. Ja. Vielleicht kann man zum Herrn Ramelow Bolschewik sagen, ich weiß nicht, ist das auch erlaubt? Aber keine der Mölzer ist der Meinung, nicht, die CDU soll mit der AfD koalieren. Nein, im Moment, das Wesentliche sage ich jetzt. Schauen Sie, das Wesentliche ist das. Wenn es diese Partei, jetzt die AfD, ne, auch die Linke natürlich auf der anderen Seite, des Spektrums gibt, die zugelassen ist im demokratischen Spektrum, laut bundesdeutscher, laut Grundgesetz. Ne? Wenn sie nicht verboten ist, wenn sie gewählt wird, demokratisch gewählt bei Wahlen, die offenbar nicht gefälscht sind, ne? Dann ist sie Teil der Demokratie. Und dann ist die Frage, muss dann jede Partei für sich entscheiden, arbeite ich mit denen zusammen oder arbeite ich nicht zusammen, aber sie ist gewählt, sie sitzt im Parlament,
Ja, was will man machen? Der oder man verbietet sie. Zusammenarbeiten, Robert, als CDU. Ich glaube, dass wir ja jetzt auch gesehen haben, dass in den letzten Tagen, dass es in Deutschland eine ganz, ganz breite Stimmung, die fast einem Konsens noch entspricht, gibt, dass man mit der AfD natürlich nicht zusammenarbeiten kann. Und insbesondere mit der AfD, solange sie so geprägt ist von Figuren wie Herrn Höcke und anderen, der auch dazu, noch dazu in Thüringen der Parteichef ist, also dort, wo die Krise ausgebrochen ist, ist ja Faschist, gerade der. Der ist ein Faschist, also sozusagen, das muss man ja auch dazu sagen, weil sie so diese Gleichheit. Nein, warum darf man mit der Linken? Das ist für mich die Frage. Ich versuche es Ihnen zu erklären. Das, was Sie richtig sagen, dass die Partei Die Linke mit der SED über Nachfolgeregelungen zu tun hat, heißt, dass diese Partei vor 30, 40 Jahren dafür verantwortlich war, für alle Unrechte, die sie aufgezählt haben. Mauerbau, Tod an den Mauern. Sie werden aber in der Linken von heute und schon gar nicht beim Herrn Ramelow Leute finden, die das auch nur irgendwie anders sehen als Sie und ich, sondern die sind der gleichen Meinung, das ist eine furchtbare Geschichte und eine Bürde unserer Partei und zum Glück haben wir das hinter uns gelassen und das darf nie wieder passieren. Auf der anderen Seite hast du eine AfD von einem Herrn Höcke, der Interviews gibt, in denen er davon träumt, dass man eine ethnische Säuberung, eine gewalttätige ethnische Säuberung in Deutschland macht, ja? Dass man die ganzen multikulturellen Warum ist der dann nicht eingesperrt und warum ist die Partei nicht verboten? Weil es erlaubt ist. Wenn es der Fall ist, müsste der doch eingesperrt sein. Ich könnte Ihnen die Zitate von Herrn Höcke bringen. Bitte. Gerne. Okay, ja. Ich habe sie mit. Also du schaust nochmal geschwind nach. Die Zitate nochmal, die habe ich ja gleich gefunden. Um den Volkstod zu vermeiden, muss man den Widerstand in den einzelnen Keimzellen des Volkes heraustragen und nach einer Machtübernahme stehen uns harte Zeiten hervor. Denn das braucht eine Operation, erforderliche Schritte. Und es braucht damit auch moralische Spannungen sind auszuhalten, die dem moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Menschliche Härten und wohltemperierte Grausamkeit. Das sagt der Herr Höcke in einem Interview. Was ist damit gemeint? Ja, dass die Nazi-Horden in Ostdeutschland... Vielleicht ist damit gemeint, das, was die Republik bei uns auch tut, nämlich Abschiebungen von abgelehnten Asylwerbern. Also noch einmal... Herr Mölzer, das ist damit nicht gemeint. Sie wissen, was er meint. Interview sehr eindeutig ist. Also, es ist nicht verboten, das zu sagen. Ja, das ist nicht verboten. Wenn es wirklich Verhetzung ist, dafür, ist es verboten. Wird. Ich bin auch nicht dafür, dass es verboten wird. Weil ich bin der Meinung, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Nur der Punkt ist, mit so jemand darf man weder koalieren, Herr Miesig, Sie sagen, eine Linkspartei, die vor 30 Jahren, und das sind alle jetzt so lieb und gut und keine Kommunisten mehr, und die war halt die SED damals mit Mauermord und Mauerbau, und die sind jetzt gut und mit denen darf man. Und andere, die nichts getan haben, eine Partei, die keine solche Vergangenheit hat, sondern eine Partei, die mutmaßlich, sie vermuten, für inhumane Maßnahmen eintritt, mit der darf man nicht. Das ist doch grotesk. Wissen Sie, dieser Konsens in der Bundesrepublik, dieser Konsens, wo die CDU genauso wie die SPD und die Grünen und, das bedeutet eben, dass diese Gesellschaft so weit nach links gerückt ist, dass jeder Konservativer schon ein Rechtsextremist ist für Sie. Natürlich. Nein, der Punkt ist, wenn der Herr Höcke 30 Jahre lang sich so verändert, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes, der Menschenrechte und der Demokratie widersteht, dann werde ich ihm sein Interview nicht mehr vorwerfen. Aber dieses Interview ist vom vorigen Jahr. Wenn das so wäre, dass er nicht stünde, dann wäre die AfD verboten. Nein. Sie wissen ja, dass der bundesdeutsche Rechtsstaat auch funktioniert. Krise, meine Herren, hat ja mit der AfD begonnen. Aber wir wissen natürlich, die Frau Kramp-Karrenbauer ist ja aus einem ganz anderen Grund zurückgetreten. Nämlich, weil ja die Frau Kanzlerin, die Frau Merkel, ausrichten hat lassen, dass die CDU... Ja. den linken Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen soll. Und weil sie sagt, ich habe Parteibeschlüsse, dass ich das nicht tun darf und auch nicht tun werde und nur über meine Leiche wählt die CDU einen Linken zum Ministerpräsidenten. Ja. Deshalb ist sie in Wahrheit gegangen. Was sagt der Mölzer dazu? Schauen Sie, Frau Merkel ist halt doch noch ein bisschen geprägt von ihrer DDR-Jugend, wo sie ja schön systemkonform war als junges Mädchen. Und die Frau Kramp-Karrenbauer kann das offenbar nicht mittragen. Ich bin der Meinung von Herrn Miesig, dass es natürlich zeigt, wie wenig die Leute für ihre Partei oder ihre Gesinnungsgemeinschaft bereit sind, Leidensdruck auf sich zu nehmen und hinzuschmeißen. Weil dass die CDU jetzt in einer schlichtweg beschissenen Lage ist, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber jetzt habe ich schon eine Frage an den Mölzer. Dass man 5% FDP-Mann mit der AfD zum Ministerpräsidenten wählt, ist okay. Und dass man den Wahlsieger, der die klare Mehrheit an Stimmen hat,
nicht zum Ministerpräsidenten, ja, wirklich lieber, ist auch okay, weil er ein Linker Fellner, ist, nur deshalb. Nein, nicht, weil er ein Linker ist. Lieber Herr Fellner, weil die CDU einen Parteitagsbeschluss hat, dass sie mit der Linkspartei, die die Nachfolgepartei der Mauermörder ist, nicht koaliert. Deswegen. Na, das ist der Grund. Ich bin nicht der Advocatus Dei der CDU, gell? Ja. Aber das ist die Motivation gewesen. Ne? Ich bin der Meinung, dass man mit jeder demokratischen Partei arbeiten sollte oder je nachdem noch Sachthema. Soll die CDU mit den Linken genauso zum Ministerpräsidenten wählen, ja oder nein, Mölzer? Na, die Frage ist ja, soll die FDP den Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen? Soll die CDU den Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen? Meines Erachtens nicht. Ne? Das ist klar. Robert? Meiner Meinung nach sollte sie das tun. Ich glaube nur, aber ich verstehe ja natürlich auch die innere Zerrissenheit der CDU gerade. Und der Punkt ist, sie muss ihn nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Ja? Wir sind jetzt mit dem Rücktritt des FDP-Mannes wieder am Ausgangspunkt. Das heißt, in einem dritten Wahlgang könnte Ramelow im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidentenwahl, in einem dritten Wahlgang mit einer relativen Mehrheit, dafür reichen die Stimmen von Rot-Rot-Grün. Ja. Nein, nicht raus, die müssen nur nicht mitstimmen. Sie dürfen auch nicht dagegen stimmen und nicht für einen anderen Kandidaten stimmen. Aber oder keine Mehrheit, hat kein Budget. Naja, gut, aber dann sozusagen, das ist ja wieder eine andere Frage. Dann hast du einen Ministerpräsidenten und der Ministerpräsident kann eine Regierung ernennen, also Minister. So, und dann brauchst du natürlich, wie in jedem Landtag immer, Mehrheiten für einzelne Gesetze, was auch immer du machen willst. Dafür musst du natürlich in der Breite des Parlaments für Zustimmung suchen. Aber Robert, du bist ja ein Blogger, der auch sehr oft außenpolitische Dinge bloggt oder kommentiert. In Wahrheit brennt jetzt in Deutschland die Hütte, oder? In Deutschland brennt die Hütte, auch weil die CDU in einer sehr, sehr schwierigen Situation natürlich zerrissen ist um die Frage, soll man sich zu Bündnissen mit der AfD öffnen oder nicht? Soll man nach rechts rücken oder soll man die Mitte halten? Und es ist dann nochmal komplizierter, für eine CDU im Osten wäre es natürlich wahrscheinlich erfolgsversprechend, die Kurzshow zu machen, die AfD zu kopieren, um sie damit auszutrocknen, was er hier mit der FPÖ gemacht hat. In Westdeutschland wäre das nicht erfolgsversprechend. Das hat ja zum Beispiel der Söder in Bayern schon versucht. Er hat versucht, die AfD zu kopieren und hat gemerkt, ich verliere mehr an die Grünen. Jetzt weiter. Robert, wie geht's aber weiter? Und jetzt geht es weiter, dass sie sozusagen in dieser Zerrissenheit, die auch eine politisch-strategische, auch reale Zerrissenheit ist, einen Kandidaten oder eine Kandidatin suchen müssen, die noch in der Lage ist, das auszutarieren. Und wer ist das? Naja, es gibt auf der einen Seite eher ich finde, der die Mitte der CDU noch halten kann, ist Armin Laschet als Parteivorsitzender. Als Kanzlerkandidat scheint mir es einfach noch einfacher zu sein, weil der Kanzlerkandidat ist mit Markus Söder, da haben Sie einen guten Mann, der ist halt nur der CSU-Chef in Bayern, aber den könnten Sie als gesamtdeutschen Unionskanzlerkandidat aufstellen. Also Kanzlerkandidat Söder, Parteichef Laschet. Ja, wobei man jetzt sicher bin, ob Laschet das gewinnt, weiß ich nicht. Aber was sagt der Mölzer dazu? Na, ich glaube, dass die Diagnose von Misik, dass es bedenklich ist, wenn das stärkste EU-Land so eine politische Krise oder Systemkrise hat, das ist wahr. Auf der anderen Seite schauen wir nach Frankreich, schauen wir nach Italien, auch große EU-Länder, wo das politische System, das etablierte, schon vor Jahren zusammengebrochen ist und sich mutiert hat, ne, in andere Parteiensysteme. Und das ist in Deutschland offenbar auch der Fall. Ich glaube, die Stunde der alten Volksparteien ist vorbei. Es stärken sich die Ränder. Es ist die Frage, wie sie sich entwickeln. Man muss schauen, dass sie sich im demokratischen Verfassungsbogen entwickeln. Überhaupt nicht, dass sich die Ränder stärken. Thüringen ist nicht Deutschland. Ja, in Wahrheit, Freunde, gibt es ja für die Deutschen überhaupt noch eine Lösung. Neuwahl und dann CDU-Grüne, so wie sie ihn dann der Kurz vorgemacht haben. Also es wäre in dem Fall tendenziell umgekehrt. Also das ist ja jetzt wahrscheinlich das Ergebnis dieser Krise. Und insofern stimmt die Diagnose auch nicht, dass sich die Ränder stärken. Ja? Im gesamtbundesdeutschen Kontext hat die AfD gerade unter 10% und die Linke auch nicht unter 10%. Neuwahl würden die Grünen gewinnen. Die Grünen wären jetzt sicher in den Umfragen auf Platz 1 springen. Die CDU wird sicher nach unten fallen und was natürlich in 6 oder 8 Monaten ist und die Neuwahlen sind nicht sehr viel früher, da ist natürlich viel in Bewegung. Wir wissen nicht mehr, wer Kanzlerkandidat der SPD sein wird. Auch die hat noch Möglichkeiten. Ja. Mölzer, kommt da Neuwahl in Deutschland? Und wenn ja, kommt dann das Kurzmodell CDU-Grüne? Ja, früher oder später kommt
kommt diese Neuwahl, das wird die Krise, wird keinen anderen Ausweg lassen. Und es ist natürlich auch die Stärkung der Grünen, bedeutet eine Stärkung der Ränder. Auch die Grünen waren ja am Linken, sind natürlich in die Mitte gewandert, ja. Das ist schon klar. Aber ursprünglich war das halt der linke Rand. Ne? Und das ist, auch das bedeutet eine Stärkung. Was sich im konservativen, sprich Anführungszeichen bürgerlichen Bereich entwickelt, werden wir sehen. Ne? Und man kann sagen, ja, die AfD ist nichts im Westen, aber so leicht ist das nicht. Nein, nicht so leicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Als nächste Auflage. Das heißt, Kurz macht Ihnen die Blaupause. Ja, scheint so. Ja. So, das war's für heute. Das war meine Überdosis M&M am Montag, würde ich sagen. Ich habe schon fast eine Schockenvergiftung von euch beiden, aber es ist jedes Mal faszinierend, mit euch die Innenpolitik und die Außenpolitik zu diskutieren. War ein tolles M&M heute. Zuerst über die Justiz und dann über das deutsche Chaos. Morgen, meine Damen und Herren, ist Fellner live angesagt. Denn morgen kommt die geilste Frau der Regierung und das ist wer? Danke, bitte. Wer ist derzeit die wildeste Frau unserer Regierung? Wer haut auf den Tisch? Wer muss sozusagen hier die Schießgewehre putzen? Alma Sadic, die Frau Tanner, oder wie? Die Frau Tanner, ganz genau. Was hört der Mölzer von der Claudia Tanner? Ja, wirklich Frauen an die Frauen, das ist überhaupt keine Frage. Und ist das eine gute Verteidigungsministerin? Ja, super. Was soll man sie morgen fragen? Ob sie schießen kann. Ob sie schießen kann. Gut, das war's für heute. Das war M&M am Montag. Morgen gibt's Claudia Tanner bei Fellner Live. Ich stehe ab 8, Sie hoffentlich auch, morgen um 21 Uhr. Bis dann.